die Soldaten, die um euch herum dann auftauchen aus den verschiedensten Räumen, aus den verschiedensten Türen, nehmen auf Stellung. Plötzlich seid ihr umzingelt von 20 Soldaten. Wenn die Inquisition das so will, wird die Inquisition das so bekommen. Ah, das ist doch lächerlich. Führt sie weg. Eine Stunde später sitzt ihr in der Schinderburg. Das ist der Ort, wo etwas entfernt von euch, ihr habt eine Sammelzelle bekommen, ein paar andere Spießgesellen direkt gegenüber von euch sitzen. Die Kamotgarde. Wahrlich großartig, eure Heimat. Warum sind wir hergekommen? Das heißt, ihr sitzt Steuerung F in dieser kleinen Sammelzelle. Ihre Gnaden fürchte Praios ist selbstverständlich nicht dabei. Das ist zwar ein Offizier, aber als Praios-Geweihter wird er nicht eingesperrt. Das heißt, ihr sitzt jetzt hier mit, ich glaube, 4 Leuten. Ja. Und euch gegenüber Kamotgarde. Und in dieser Zelle die anderen 20 Piraten. Schön voll hier. Euch wurden sämtliche Sachen abgenommen und ihr sitzt in eurer Unterkleidung ohne Rüstung in der Zelle. Ja. Wie Es sieht ja dauert auch gar meine nicht Rechte aus dem lange, Magen? da werdet ihr beworfen mit, zunächst sind das kleine Steinchen. Ihr könnt auch aus der gegenüberliegenden Zelle sehen, wie wohl einige ihre, ja, Penisse raushalten und in eure Richtung pissen, aber euch ja nicht erreichen. Irgendwann werden mit anderen Gegenständen geworfen, denen ihr versucht auszuweichen, verschanzt euch so ein bisschen in der Ecke. Die sind wohl etwas länger dort. Also die Fäkalien, die dort geworfen werden, sind etwas länger dort und wohl schon ausgehärtet, sodass sie eben als Wurfgeschosse taugen. Ew. Ist das Also, eigentlich der egal wie Moment, wo sehr ich ich mich... es versuche, ich kann nicht den Charme eurer Heimat sehen. Keine Sorge, Karino, das wird sich alles zu gegebener Zeit aufklären. Wieso bezweifle ich das sehr stark? Weil ihr an allem zweifelt. Ha, zu Grund. Vielleicht fahren wir das nächste Mal in eure Heimat. Oh, ja. Ich denke nicht, dass wir da so behandelt werden. Richtig, da würde man es eher abstechen, um an die Arche zu kommen. Oder vergiften, nicht wahr? So macht man das doch bei euch. Nein, in der Tat nicht. Man hört dich Ja, klopfen. mein Wie Recht als gesagt. Gildengar, wir ignorieren die ganz dezent, weil sie von der Inquisition sind, richtig? Wieder ganz dick gar nichts drauf geben. Naja, also Armando Lakonda da Vanya ist wohl von der Inquisition, ja, und die Admiralität, also Rudan von Mendena, der ist fuchsteufelswild, den interessiert das auch recht herzlich wenig, ob du Gildenmagier bist oder Peng, der wird sich dann später verantworten müssen, aber erstmal sitzt du hier. Okay. Ja, ich wollte nur fragen. Ja. Ist natürlich nicht richtig, normalerweise wirst du von den Gilden gerichtet und musst dann überführt werden, vor allem weil es hier eben auch die Schule der Austreibung gibt und die werden sicherlich sehr schnell einen Vertreter schicken, aber erstmal bist du hier. Ja, ich sehe unzufrieden aus. Sehr unzufrieden. Nimm mal. Ihr könnt mal alle eine Ausweichenprobe machen, eine vertretende Ausweichenprobe. Und Es ansonsten ist bekommt ihr überraschend, alle wie nochmal, sehr sich. wenn ihr das nicht schaffen solltet, bekommt ihr nochmal über die Zeit hinweg so 2 W6 Schadenspunkte. Einfach weil ihr von Steinen getroffen werdet oder anderen Dingen, die euch da dann entgegenfliegen. Die Kamotgarde ist selbstverständlich auch wütend, aber vor allem sind sie sehr belustigt, dass ihr jetzt so schnell nach ihnen ebenso hier eingebuchtet werdet. Das freut die gerade maßlos. Also ohne meine Rüstung habe ich es geschafft. Ohne deine Rüstung hast du es geschafft. Ja, ist okay. Ja, ich krieg ein, zwei miese Steine ab, würde ich sagen. Ja, Kera sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, wahrscheinlich auch, weil der Winter dir auch ebenso geschadet hat. Und dann Ja, ich bin fast ohnmächtig. verschiedene Dinge, die dann zusammenkommen.
Ich nehme an, ich habe irgendwie so Eisenketten an und kann nicht zaubern, richtig? Nee, also die hat man auch in Eisenkragen umgelegt, wie es jedem guten Magier gedient, damit er nicht mit einem Foramen oder sowas das Schloss direkt wieder öffnet oder verschiedene andere Dinge anstellt. Da sind eben, dem Magier sind ja wenig Grenzen angesetzt, wenn er keinen Eisenkragen. Ja, ich wollte nur mal so sicherheitshalber nachfragen. Ich hatte noch Hoffnung. Nach etwa einer weiteren halben Stunde der Demütigung kommt eine Gestalt auf euch zu. Und das ist wohl die erhoffte Ablösung für Eldar, denn es handelt sich dabei um einen weißen Magier, der dem Kodex gebührend angezogen ist. Bitte beschreibt euch einfach mal Abel Mir. Ja, ihr seht einen großgewachsenen Magier mit einem weißen, in einer weißen Hose, einem roten Wams, einem hellblauen Gewand mit einem goldenen Adler auf der rechten Seite. Und ja, er ist groß und kräftig gebaut. Und untypisch für einen typischen Weißmagier eigentlich. Aber ja, diesen Herrn seht ihr dort. Ihr mustert euch kritisch. Herr Kollege? Ich gehe mal zu. Kollege? Eine Freude, Sie hier zu sehen. Hat der Admiral endlich Sinn gefunden in dem, was er tut? Oder ist immer noch wütend? Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch Kollege nennen darf. Ihr seid, wie es offensichtlich scheint, Renegatin. Unbewiesene Behauptungen. Nun, ihr steckt in dieser Zelle. Bewiesenermaßen. Hinter der Tür, die eben gerade von dem Adeptus Major wohl geöffnet wurde, könnt ihr eine etwas ältere Stimme hören, die sehr unsicher klingt. Habt ihr sie gefunden? Sind sie da? Hui, euer Erlacht. Ja, dann könnt ihr sehen, wie sich ein Kopf hindurchstreckt und eine etwas ältere Person... ja, sehr klein, fast kugelig, die Haare fast schon ausgefallen und eher weißlich, kommt er dann auf euch zu, blickt noch einmal nach seiner Rechten zur Kamortgarde, die ja, sind gerade so ein bisschen ruhiger geworden, haben sich da wohl schon ja, genug gefreut, die Piraten rütteln ab und zu noch ein bisschen an den Stäben der Zelle und er schaut euch dann an. Ihr seid diejenigen, die... Ihr habt uns geschrieben, ja? Das war ich, ja. Weißt du überhaupt von wem hier die Rede ist? Sorry, erkenne ich ihn? Nein, du hast ihn noch nie gesehen. Okay. Möglich, wer seid ihr? Verzeiht. Ich bin der Ritter vom Schnattermoor. Und da ihr hier seid, wisst ihr sicherlich, was ich sonst noch so bin. Gestattet, dass ich euch vorstelle, den Markgrafen Trondvik von Bregelsson, euer Erlaucht. Verneige mich kurz, euer Erlaucht. Ja, wir danken euch, Abelmir, ja, Morenses. Morenes, wir haben gehört, dass ihr uns einen Brief geschrieben habt. Wir sind direkt aus Garad gekommen und wir haben gehört, dass ihr unsere Tochter habt. Piraniane. Ich habe eure Töchter. Töchter? Wie meint ihr das? Piraniane und Xeleste. Merkst du, wie ein Blitz durch ihn hindurchzuckt, als du den Namen aussprichst und er einmal komplett leere Augen bekommt, fast nach hinten kippt. Wen? Xeleste. Piraniane und ihre Schwester, Xeleste. Er zuckt schon wieder zusammen. Sie lebt? In Umständen entsprechend. Du siehst, wie er wohl feuchte Augen bekommt, dreht sich um und verschwindet wieder in dem Gang. Das ist ominös. Gelehrter Herr, was hat das zu bedeuten? Ihr habt ihn anscheinend beleidigt oder verstört. Wie kam das? Die Wahrheit kann nie eine Beleidigung sein. Ui.
aber erzählt uns doch etwas näher die Umstände. Nun, offensichtlich haben der Reichsgroßadmiral und ich einige Differenzen über die Definition eines Schiffes und darum, ob ich ihm oder dem Reichsgroßgeheimrat unterstellt bin. Wird sich alles zu gegebener Zeit klären. Ihr steckt in einer Zelle wegen eines Schiffes? Nein, wie gesagt. Kein Schiff. Kollege, mögt ihr die Situation näher erläutern? Notum ist, wie ich dich anschaue, wenn der Herr Janan von Schnattermund das nicht wünscht, dann werde ich das auch nicht tun. Schnattermoor, Entschuldigung. Dann werde ich das auch nicht tun. Manipulation. Wir sitzen hier drinnen fest wegen einem gierigen Admiral, der meint, alles auf der Welt gehört ihm und kein Nein akzeptieren kann. Mehr Paktiere als die bösartigen Wesen, die wir jagen. Während ich nicht bereit bin, euch dazu zu stimmen, werde ich auch dieser Zeit nicht widersprechen wollen. Nun, ich werde mit euer Irrlaut reden und gucken, was ich für euch tun kann. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Die Inquisition wird die Wahrheit schon ans Licht bringen. Aber ich wollte es vertrauen. Ui. Euer Vertrauen in Preis ist begründet. Aber man soll auch nicht die weltliche Arm vergessen. Allerdings traue ich dem Admiral nicht. Er könnte versuchen, uns aus dem Weg räumen zu lassen. Ihr misstraut eurem eigenen Adel? Ich misstraue jedem. Sollte er das wollen, wird das vermutlich schon geschehen. Ich meine, sehen wir so. Vielleicht muss er es an der Inquisition vorbei organisieren. Vielleicht täusche ich mich. Habt ihr noch irgendwelche Botschaften für eure Familie? Die ich euch nun verschicken kann. Sollte ich hier nicht lebend rauskommen, sagt ihnen, ich bin für das Reich gestorben. Excuse me, ich habe mich ja nicht richtig vorgestellt. Signorino, Abelmir Jamorinis, Adeptus Major der Halle des vollendeten Kampfes zu Betana und Lieutenant Ade der Kroaska des zweiten herzoglichen Grangora Garde-Regiments. An Jakiria, also. Ach du Scheiße, Norasia. Wie meinen? Verzeihung, ich konnte mich nicht beherrschen. Und dürfte ich eure Wirtin damit erfahren? So viel Höflichkeit muss sein. Selbst in diesen Umständen. Wie gesagt, ich bin ja alle angreifen und das da ist Keras Karinor und die anderen beiden Herren können sich selbst vorstellen. Ich bin Adeptus Major Eldan Gorgos. Der Schule, der Akademie der magischen Rüstung zu Dare. Ich mache nur so eine kleine Verbeugung. Ich verbeuge mich jedenfalls. Ui. Nun gut. Wir wollen sehen, was wir tun können. Und Gerb. Ja, wenn du wieder zurück in den Raum mit den anderen Einzelzellen kommst, kannst du dort erkennen, wie der Markgraf von Warung spielt wohl gerade an einer Blume und reißt jetzt gerade die verschiedenen einzelnen Blütenblätter heraus. Das hat er nie gemacht. Er ist ein absoluter Pflanzenfetischist, wenn man so sagen möchte. Und wenn er jetzt damit beginnt, die einzelnen Blüten rauszureißen und sie vor sich auf den Boden zu werfen, du kannst auch sehen, wie er weint, er hat sich so ein bisschen an eine der Wände gelehnt und ist komplett fertig. Wir müssen sie herausholen. Wir müssen sie herausholen. Adeptus Major, könnt ihr das schaffen? Wir müssen auf das Schiff. Nicht nur Perainianer, sondern auch Xyleste lebt. Wir müssen sie hier rausholen. Euer Erlaucht, bitte, bitte reißt euch zusammen.
Ihr wisst, wo wir sind. Ja, wir wissen es selbstverständlich, aber ich meine, wir können doch hier sicherlich etwas tun. Immerhin bin ich der Markgraf und ihr in meiner Begleitung. Ihr könnt natürlich mit dem Reichsgroßadmiral reden, aber ich glaube nicht, dass er einverstanden wäre, diese Renegatten freizulassen. Vielleicht... Ich muss auch sehr bitten, ich weigere mich, mich als Renegat bezeichnen zu lassen. Du kannst das nicht hören. So, ah, sorry. Ja. Wie geht es gut in eurer Verbindung zur Praioskirche? Die Praioskirche. Mit Pereine und Travia verstehe ich mich besser, aber Praios, sicherlich. Ich bin immerhin Markgraf. Ich kann mit Padigan reden. Ich kann sicherlich mit Padigan reden. Das solltet ihr tun. Vielleicht solltet ihr auch mit dem, wie hieß der, die Spektabilität nochmal, Oleron von Garrett? Glaube ich, ja. Kennt ihr ihn? Seid ihr mit ihm bekannt? Nein. Aber ich habe ja euch an meiner Seite. Ihr wisst schon, was zu tun ist, oder? Wir müssen sie hier rausbringen. Wir müssen zu dem Schiff. Wir müssen zu Perignano und zu Xylesta. Und wir müssen sie... Ihr versteht das nicht. Sie wurde mir genommen. Sie wurde aus Pereine Pfoten. Ihr müsst das schaffen. Ja, Morenis. Ihr müsst das schaffen. Ich probiere mein Bestes. Morenis. Übrigens. Ich probiere mein Bestes. Ich glaube, diese Spektabilität hat ihn... wie sagt man, Kontakte nach Garrett? Wir können nicht auf Garrett warten. No. Ihr versteht mich miss. Er hat Beziehung. Er ist ein Mitglied des Kaiserhauses. Soweit ich weiß. Ja. Ui. Ich würde vorschlagen, ich rede mit Oloran und ihr redet mit der Preiskirche. Mit der, die Inquisitor. Ja, mit dem Inquisitor. Ja. Gut. Das machen wir. Wo seid ihr untergebracht in Pericum? Wo ist eure Bettstadt? Direkt am Markt, direkt neben dem Stadtrat, bei den Drakonitern, beim Hotel Kaisareto. Ah, ruhig. Das werde ich finden. Gut. Benötigt ihr sonst irgendwas? Was ich für euch tun könnte? Nein, das muss schnell gehen. Wir müssen sie herausbringen. Wir müssen zu dieser Arche. Wenn Perignane, er geht einmal wieder an dir vorbei und geht wieder zurück in Richtung der Zelle. Könnt ihr wieder sehen, wie der alte Mann auftaucht, klein, dicklich. Wir müssen zu dem Schiff, jetzt! Wenn Perignane, er rüttelt so ein bisschen an den Gitterstäben und versucht sie aufzumachen. Wenn Perignane wirklich auf dem Schiff ist, dann müssen wir jetzt los. Wie geht es ihr? Was ist mit Xyleste? Sie sind am Leben. Aber... Warum habt ihr sie nicht mitgebracht? Ihr habt doch gesagt, ihr wolltet nach Pericum. Warum habt ihr sie nicht mitgebracht? Ihr habt sie doch nicht ins Gefängnis gesperrt. Sie sind ans Schiff gebunden. Beide. Warum habt ihr sie nicht losgebunden? Weil wir noch keine gefahrenfreie Möglichkeit gefunden haben. Nehmt einfach ein Nein, Schwert. Ihr versteht nicht. Schneidet sie los mit dem das Seil und dann... Nicht mit einem Strick, mit Magie. Er schaut so ein bisschen zu seinem orasischen Leibmagus. Excusez-moi, ich kenne die Umstände nicht. Aber er schaut dann wieder zu Eldan Gorbas. Aber warum habt ihr sie dann nicht befreit? Ihr habt doch selbst einen Magier. Wie gesagt, das geht nicht. Derzeit nicht ohne Risiko. Wir haben überaus fähige Leute, die daran arbeiten. Okay, er...
greift einmal in seine Tasche und holt einen etwas größeren Geldbeutel heraus. Macht den einmal kurz auf, kannst sehen, wie da wohl mehrere Edelsteine drin liegen, von verschiedener Qualität. Wühlt ein bisschen drumherum, dann macht er den Sack wieder zu und gibt ihn dann Abelmir. Hier, gib das denn den Wachen vorne. Gib das den Wachen vorne und wir müssen uns aus den Büchern streichen. Wir waren nie hier und dann... Ich betrachte meine Hand. Wir müssen die Leute hier rausholen. Gebt ihnen das alles. Was habe ich denn in meiner Hand? Ja, einen großen Geldbeutel. Was heißt Geldbeutel? Es sind keine Dukaten drin, sondern wie gesagt Edelsteine. Der ganz grobe Wert, du hast es nur kurz überflogen, sicherlich mehrere hundert Dukaten. Ich rufe mal kurz auf meinen Eigenschaften. Goldgier? Nein. Auf Prinzipientreue? Prinzipientreue? Finde ich gerade nicht. Moment, bei Charakter. Ach, Nachteile. Genau. Mhm. Dann könntest du, wenn du willst, eine Talente, gehst du auf Körper und könntest da dann eine Selbstbeherrschungsprobe machen, aber okay. Die 18 können wir jetzt auch so zulassen, das ist okay. Ansonsten Selbstbeherrschung erschwert um die Prinzipientreue, das wäre sonst die Alternative. Ui. Nun gut. Ist ja kein Horasreich, sondern... Wie gut, dass das nur das Mittelreich ist. Als Markgraf wird das schon wissen. Dann nehme ich diesen Geldbeutel, schau mich noch um, ob die Rassikwangen, haben die es mitbekommen? Die haben das mitbekommen. Zumindest die, die jetzt in der Sammelzelle stecken. Mhm. Dann gehe ich zur Treppe. Wo sind die Wachen? Ja, die sind dann die Treppe hoch, irgendwo in der Wachstube, da wo du auch durchgelassen worden bist. Hier sitzen dann verschiedene Schreiber, ein paar Wachen, die dann da gerade Karten spielen, würfeln. Dienstbeflissenheit im Horasreich geht das alles besser. Und hier vorne sitzt dann irgendwo der Schreiber auf dem Stuhl und das ist dann derjenige, mit dem du dann reden müsstest. Der hatte dich dann für eine kleine Gebühr, hatte ich dich auch schon reingelassen. Also so für 5 Dukaten hatte er euch beide dann runter in den Keller gelassen. Mhm. Also der ist auf alle Fälle bestechlich. Dann gehe ich auf jeden Fall hoch mal ins Erdgeschoss zum Schreiber. Monsieur? Ja, was willst du? Könnte ich mich euch unter vier Augen sprechen? Ist hier etwas ein heikles Thema? Ein heikles Thema? Naja, ich bin gerade eingeteilt und siehst ja, dass ich hier nicht weg kann. Tut mir diesen Gefallen für ein Goldstück? Reto, mach du mal weiter. Ich würfel gerade! Halt dein Maul, setz dich hier hin. Ja, einer von den Leuten, die gerade würfeln, Karten spielen, steht auf und setzt sich dann an die Position. Dann kannst du gemeinsam mit dem Schreiber, kannst du dann irgendwo hier hingehen. Und, ja, seid ihr unter vier Augen. Nun, wir haben ein Problem, beziehungsweise seine Erlaucht von Breckelsom hat ein Problem. Dass ihr zu unser aller Zufriedenheit laufen könnt. Naja, da bin ich, gehe ich von aus. Er schnippst nochmal so ein bisschen mit diesem Goldstückchen, mit dem Dukaten in der Hand und kassiert das dann wieder sehr geschickt ein. Nun, wie ist normalerweise die Verzeichnis von dieser Gefangenen? Gefühlt? Ich habe hier vorne an der Wachstube habe ich ein Buch, da sind die alle eingetragen und. Ja. Oh, okay. Gehen auch hin und wieder Gefangene verloren? Oder sind auf der Flucht gestorben? Naja, das kann schon mal passieren. Ich meine, wir sind ja immer in der Schinderburg. Das ist ja nicht ein... Wir sind ja nicht in Garnet. Aui, wir verstehen uns. Was würde es mich kosten, die Herren, diese vier Herren in dieser Zelle nördlich... Süd... Quatsch. Südöstlich von hier verschwinden zu lassen. Verschwinden zu lassen? Nun ja, sie sind gestorben, verschwunden, wie auch immer. Deckt euch was aus. Ihr seid kreativ.
Die wurden doch auf den direkten Befehl von Rudern von Melena ja eingebuchtet, oder nicht? Ja, und die sind bei der Flucht gestorben. Achso, die sind geflohen und dabei dann aus Versehen haben sie einen Armbrustbeutel. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Aui. Achso, ja gut, wenn die fliehen, ist das was anderes. Ich dachte, dass wir sie totgeknüppelt haben. Das können wir natürlich nicht machen, aber... Okay. Schaut so ein bisschen in die Wachstube hinein, wo dann die anderen sind. Ja, wie wollt ihr denn jetzt hier rauskommen? Einfach durch die Vordertür? Gibt es denn Möglichkeiten anders? Durch die Keller? Nee, durch die Keller geht nicht. Da haben wir alles zugesichert, aber... Naja. Vielleicht wollt ihr eure Kameradin zu einem Umtrunk einladen in das Gasthaus hier in der Berlin. Nee, wenn dann die Dienstaufsichtsbehörde kommt und wir sind betrunken, dann gibt's richtig Stress, aber... No, nicht betrunken. Ein Umtrunk, ein Glas Wein. Ein Bier. Nein, wir sind im Dienst, können wir nicht machen. Und die Fenster sind hier vergittert, die müssen also durch die Vordertür raus. Dann müssen wir natürlich alle irgendwie... Ui, was würde das kosten, eure... Nicht Aufmerksamkeit? Also ich sag mal 10 Dukaten pro Kopf, pro Person. Also das sind jetzt 4 Gefangene, oder? Oder willst du die Piraten auch haben? No. Die sterben eh bald morgen, richtig? Die werden wahrscheinlich erhängt, ja. Und dann werden wir die draußen noch an die Mauern hängen, ja. Aui, seht ihr? Das Problem ist gelöst. Okay, also nur die 4, ja. Ui. Und wir haben uns nie gesehen und Markgraf Trondwig war auch niemals hier. Okay, dann habe ich auch ein Problem weniger. Dann muss ich auch nicht die Weiße Gilde informieren. Ich hasse es, wenn die hier rumlaufen. Schaut so ein bisschen abwägend dich an. Eine Augenbraue wandert nach oben. Naja, kann halt schon vorkommen, wenn die Magier, mir wurde das mal erzählt. Und, ach, es ist nicht wichtig, aber okay. Das heißt 40 Dukaten pro und wir haben hier 1, 2, 3... Gebt uns, sagen wir einfach, das könnt ihr euch sowieso nicht leisten. Was rede ich denn hier? Schaut einmal in diesem Beutelchen. Reicht ihm so den Beutel, macht ihn ein bisschen auf. Ja, er lässt ihn vor Schreck fallen, kullern dann so ein bisschen auch hier rum. Und er stellt sich dann schnell davor, als dann der eine Schreiber, der ihn da gerade abgelöst hat, sich einmal nach hinten umdreht. Stellt sich dann schnell davor, hebt das Beutelchen auf. Alles klar, das reicht, alles klar. Hier sind die Schlüssel. Er gibt dir von seinem Gürtel so einen Schlüsselbund. Aber nur die 4. Wenn hier noch mehr andere rumlaufen, dann schießen wir die trotzdem. Ich habe kein Interesse an Piraten. Gut, ich sorge dafür, dass die anderen nicht sehen. Gut. Hebt dann das Beutelchen wieder auf, sammelt die ganzen Edelsteine ein und geht dann schnell in die Wachstube und verteilt dann ein paar, nicht alles, aber ein paar, dann legt er auf die Tische, sodass das dann, ja, viel Aufregung, viel Erklärung und das interessiert dich alles gar nicht mehr. Du kannst dann die Treppe wieder nach unten gehen. Da gehe ich hier durch, hier runter und zum Markgrafen. Mhm. Ui, Markgrafen, euer Erlauch, alles ist erledigt. Wir sollten uns allerdings beeilen. Okay, dann schließ auf. Ja, geh hin, schließ auf. Ich hoffe, Pereine wird das mir verzeihen. Es geht um meine Tochter. Après vous, Monsieur. Nach euch bitte. Halt die Tür auf. Sollten wir wirklich aus Inquisitionshaft ausbrechen? Habt ihr eine Wahl? Ich schau ihn an. Ich würde es vorziehen, wenn wir dies nicht tun. Wenn wir nicht fliehen, wird dieser Tasvalel-Paktierer uns töten. Rudern wird bezahlen. Für diese Dreistigkeit. Trotzdem, aber das geht nun mal nicht mehr, wenn wir hier drin sitzen. Mal kurz zusammen, als Chiaras, das mir nichts hier nichts ausspricht. Was hat er gesagt? Dass der Admiral Tasvalel-Paktierer ist. Also, ich bin dafür, dass wir uns der Praios Heiligen Ordnung unterwerfen und das Gerichtsverfahren abwarten. Und dann sterbt hier. Ich gehe. Ich werde aus Dank den 3 Schwestern einen Orden gründen, wenn wir das hier schaffen. Sie werden es uns verzeihen. Und Praios auch. Murmelt er wohl und will euch so ein bisschen anstacheln, dann aus dem Käfig rauszukommen. Ja, wie gesagt, kleiner, dicker Mann. Und ihm fehlen wohl die meisten Haare bereits. Und geht er dann durch den Zellengang, den Flur wieder nach oben, als ob das für ihn dort geklärt wäre.